Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Heute beim Tierarzt stand draußen auf dem Schild: Pferde und Lamas bitte nur nach telefonischer Voranmeldung. Welches Ereignis machte diesen Satz nötig? Okay Google, wo bekomme ich günstige Sommerreifen für mein Smart? Ich habe 3 Toys R Us in ihrer Nähe gefunden. Darf ich die Brötchen zusammen in eine Tüte packen? Nee, bitte jedes einzelne, die haben sich beim letzten Mal fürchterlich gestritten. Ein Obdachloser telefoniert im Park mit seinem Schuh und ich habe trotz 700 Euro Smartphone wieder mal kein Netz. Was ist FSK 18 Brot? Ungeschnitten. Ach Oma, du brauchst mir wirklich kein Geld schenken. Ich, 24, lügender Enkel, habe Omas Geld bereits fest verplant. Hunde können so trainiert werden, dass sie menschliche Krebszellen erschnuppern können. Katzen können in Kisten kacken. Leute, ich lese diese Witze hier immer kurz Korrektur, bevor ich sie abficke. Mama, bin ich adoptiert? Denkst du, wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätten wir dich genommen? Was ist ein Spiegeleierbauch, wenn man so einen großen Bauch hat, dass man einen Spiegel braucht, um die Eier zu sehen? Mama, warum ist das Internet so langsam? Entweder dein Bruder lädt Pornos runter oder deine Schwester welche hoch. Sind das Augenringe? Nein, ich stamme zu einem Drittel von Waschbären ab. Wissenschaftler, jeder Mensch ist im Schnitt 18 Stunden pro Woche online. Ich, Sie meinen pro Tag. Wissenschaftler, was? Ich, was? Kann ich Ihnen zufaxen? Aber natürlich, Sie können uns auch einen berittenen Boten zuschicken. Wir lassen einfach die Zugbrücke runter. Es dürfen übrigens die gleichen Leute wählen gehen, für den auf Tiefkühlpizzakartons steht, vor dem Verzehr Folie entfernen. Entschuldigung, haben Sie einen Pizzaschneider? Ja klar, gleich dort drüben neben dem Nudelfriseur. Warum kommt da kein Wasser raus? Horst, 67, steht auf dem Schlauch. Gott muss Hobbyfotograf sein. Manche Menschen sind extrem scharf, manche total unterbelichtet. Was haben ein Gynäkologe und ein Eisverkäufer gemeinsam? Beide können es sehen, aber nicht lecken. Lustiger Streich, wenn du mit einem Blinden zusammenwohnst, dann lass einfach mal den Pümpel im Klo stecken. Treffen sich Merkel und Böhmermann im Magen von Erdogan. Böhmermann, hat er dich auch gefressen? Merkel, nein, ich komme von einer anderen Richtung. Rede, was wahr ist, trinke, was klar ist und guck vom Kacken, ob Klopapier da ist. Papa, warum heißt meine Schwester Florenz? Na, weil sie in Florenz gezeugt wurde. Okay, danke Papa, kein Problem, Rücksitz. WhatsApp-Nachricht um 20.45 Uhr von Mädchen an Freund. Entweder ich oder Fußball. Antwort um 22.40 Uhr, du natürlich. Manchmal fahre ich extra weit in eine Parklücke rein, um den Leuten Hoffnung zu machen. Gerd, 35, Smartfahrer. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.